Ja, moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video bauen wir ein Modular Building. Der Karton wiegt zu viel. Und zwar dieses hier, dieses wunderschöne. Ihr wisst ja, auf meinem Bautisch ist immer so wenig Platz. Ich blende euch mal ein richtiges Bild ein von dem Gebäude. Das ist das Set Nummer 9001, die Wooden Cabin. Und der Anbieter ist ein neuer, soweit ich es weiß, Funhole nennen die sich. Das Besondere an diesem Set, also zwei Besonderheiten gibt es an diesem Set. Es wird mit Lichtkit geliefert. Also man sieht hier auf dem Bild, leuchtet es ja auch. Und die Beleuchtung gibt es dazu. Also das ist schon mal das eine. Und das andere ist, es ist ein lizenziertes Mock. Wird man bei Amazon kaufen können. Ich kann euch leider nicht den Starttermin sagen. Deswegen kann ich euch auch leider nicht sagen, was das kostet. Weil der Hersteller hat mir das aus China zugesendet. Damit ist auch klar, ich habe es kostenlos bekommen. Also Achtung, meine Meinung ist natürlich davon völlig unbenommen, weil die haben mich einfach angeschrieben, willst du es mal ausprobieren? Und ich so, ja, gib mal her den Mist, so ungefähr. Also ich bin da ja tiefenentspannt. Wenn es nichts taugt, dann habe ich halt nie wieder was mit denen zu tun. Ist mir auch egal. Aber wenn es was taugt, dann wollen wir es uns ja auch angucken. Funhole, wie gesagt, heißt die Firma. F-O, ja, von mir aus. Wie gesagt, kommt im Karton, wird es bei Amazon geben. Und wir packen es jetzt mal aus. Ich hoffe, ich kriege das hier so einigermaßen hin. Achso, die Rückseite gucken wir uns nochmal eben an. Wie gesagt, ich blende euch diese Bilder, die gibt's, kann man schon bei Amazon runterladen. Ich blende euch die Bilder ein. Ich verlinke auch unten in der Videobeschreibung den Link zu Amazon Deutschland, wo man das kaufen kann, sodass ihr da ganz entspannt selber gucken könnt und euch auch selber ein Bild machen könnt. Wie gesagt, lizenziertes Mock. Habe ich extra mehrfach mich versichert, habe auch gesagt, ihr könnt mir das gerne schicken, aber nur, wenn das nicht irgendwie geklaut ist oder so. Selber überprüfen bei meinen bescheidenen Möglichkeiten kann ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es okay ist. So, man bekommt einen Aufklappkarton, ihr seht das alles nicht so richtig. Man bekommt ein richtig dickes Anleitungsheft, gucken wir uns gleich an, und jede Menge Tüten, die offenbar nummeriert sind. Das ist natürlich schon mal gut. Hier gibt es das Lichtkit. Das ist wie alle üblichen Lightkits ja auch. Hat auch Nummern, wie ihr seht. Ist nummeriert. Noch hier so eine Akkubox. Das ist aber außergewöhnlich, finde ich, dass ein Hersteller jetzt schon die Lichtkits mitliefert. Das kennen wir so eigentlich nicht. Ja, also jede Menge Tüten. Die Klasse, diese bekannten. Der Hersteller hat mir gesagt, es seien Gobricks-Steine verwendet worden. Also Steine aus diesem Gobricks-Sortiment. Das erkennt man ein bisschen an dieser Beschriftung der Tüten, habe ich mir mal sagen lassen. Dass also Gobricks diese großen Nummern auf die Tüten drückt auch vielleicht. Bin sehr gespannt, ob die Nummerierung irgendeinen Sinn ergibt oder ob das reiner Zufall ist. Ich sehe, wir gucken uns gleich auch noch die Anleitung an. Da sind auch ein paar Klebis bei. Ich hau jetzt mal die Beutel raus aus dem Karton auf den Tisch und dann fangen wir erstmal an. So, bevor wir dieses ganze Wirrwarr entwirren, es ist eine 32er Baseplate dabei, diese klassische, mit, also ohne, die man nicht nochmal unten Noppenaufnahmen hat, und eine 16er, die bekannte 16er, das wird irgendeine Etage sein. Ich glaube, zumindest die beiden habe ich gesehen, kann sein, dass da noch eine ist in diesem Wirrwarr. Wie gesagt, jede Menge Tüten, ich habe es noch nicht ganz gesehen, wie viele Bauschritte es sind, scheinen aber nicht so viele zu sein. Also ich sehe hier eine 9. Erkennbar an dem Strich. Eine 9er Tüte ist bisher das höchste der Gefühle. Ja, sieht fast so aus, als gäbe es also 9 Bauschritte. Okay, ich räume den Tisch frei, hole mir schon mal den ersten Bauschritt und dann gucken wir uns die Anleitung an. Ja, ja, der Michi und die Zahlen. Ich bin so dumm. Das ist natürlich eine 6. Ja, es ist eine 6. Das ist eine 9, weiß ich auch. Es ist eine 6, deswegen der Strich da unten. Und deswegen hat das ganze Ding übrigens 7 Bauschritte. Ich habe noch Tüten mit der Nummer 7 gefunden. Also 7 Bauabschnitte, Bauabschnittstüten und auch 7 Beleuchtungstüten. So, also die kommen jetzt wieder in den großen Karton. Das kommt mir sehr, sehr gelegen, weil ich es leider an mehreren Tagen aufbauen muss. Ich schaffe es nicht alles an einem Tag. Und dann kann man einfach ein paar Bauschritte bauen, dann gucken wir mal. Schauen wir mal eben in die Anleitung. Hier gibt es den Stickerbogen. Hier, das sieht fast so aus, als hätte man sich bei... Das sind wieder diese Transferfolien, also die nicht ein stumpfer Aufkleber, sondern man klebt erst das mit der Transferfolie auf den Stein und zieht dann die Transferfolie ab. Und dann sieht das ein bisschen aus wie gedruckt. Trotzdem finde ich es ein bisschen
Ich drücke es mal freundlich aus. Schade, denn diese Steine, das kommt sicherlich auf Fliesen. Und da bin ich, die gibt es ja eigentlich auch bedruckt, dass man sich da nicht die Mühe gemacht hat. Und ich weiß, GoBricks kann das eigentlich. Gut, also GoBricks-Steine gibt es auch bedruckt, so wollte ich sagen. Das ist ein bisschen schade. Und die sind immer ein bisschen friemelig anzubringen, diese Transfer-Dinger. Und sie vertragen überhaupt keine Fehler. Also wenn man das einmal falsch draufgebracht hat, dann ist es drauf. Das kriegt man nicht wieder ab. Auch hier diese einzelnen, hier diese Baumstämme. Das ist wirklich ein bisschen schade, weil die gibt es sogar, von Lego gibt es die Dinger auch. Ich habe ein paar davon von Lego, aber leider, ich weiß nicht, so viele nicht. Sonst würde ich die nehmen und auch die Uhren und so weiter. Das ist, auch den Briefumschlag, das ist echt schade. Wirklich schade am Anfang, aber gut, so ist es halt. Da spart man natürlich eine Menge Geld, wobei ich nicht wissen möchte, was solche Transferdinger gucken. Hier wird ein bisschen was über Funhole erzählt. Also nicht verwechseln mit Glücksloch, sondern Funhole heißt sowas wie kompletter Spaß. Vielleicht blende ich den Text ein. Hier wird erklärt, wie man die Instructions benutzt oder wie man später die Beleuchtung einbaut. Das sind so dünne Kabel und hier wird auch gesagt, die soll man bitte nicht über die Noppen legen, sondern zwischen den Noppen Batterien einlegen, wie diese kleinen Stecker verbunden werden und diese Anschlüsse, ich weiß nicht, ob ich jetzt zufällig gerade mal eine finde, hier so eine Leiste, die sind wirklich figelinsch klein, wie wir hier in Norddeutschland sagen, figelinsch. Und da muss man den Stecker richtig rum reinstecken und es ist ganz easy, den auch falsch rum reinzustecken. Und das ist nicht gut. So, dann wird das hier alles, dann kann man das noch troubleshooten, also wenn man da irgendwie einen Fehler gemacht hat. Schöner Schwarz, also an sich die Anleitung sehr gut, alles Englisch natürlich. Hier sieht man, was in den einzelnen Lightkits drin ist. Ne? Also welche Art von Beleuchtung, hier so ein einzelner, dann eins und so weiter, Batteriebox und so weiter und so weiter. Der Vorteil ist natürlich, also das finde ich natürlich wirklich praktisch, man kann sich entscheiden, das natürlich mit oder ohne zu bauen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich wahrscheinlich wird es so sein, dass man schon während des Baus einbaut. Das ist natürlich super praktisch, da muss man das ganze Gebäude nicht wieder auseinandernehmen. Hier zum Beispiel fangen wir direkt an. Hier ist noch der Brick Separator, wird noch erklärt. Moment, so. Ist jetzt kein großes Geheimnis, der sieht ein bisschen anders aus. So, und hier sieht man, was wir im ersten Bauschritt oder mit der ersten Tüte bauen. Und wir brauchen auch schon das erste Light Kit. Das ist jetzt nicht eine Seitennummer, sondern eine Bauschrittsnummer. Und dann geht es hier los, wie so ein Modular, man, wie man halt so ein Modular aufbaut. Und ich muss sagen, wirklich sehr übersichtliche Seiten, sehr gut zu erkennen alles. Die Farben kräftig, es wird umrandet, was neu zu bauen ist, das kennen wir ja vom Marktführer. Ich blätter jetzt nur mal den ersten Bauschritt durch, damit wir mal eben sehen, wo denn der Leitkram angebracht wird. Hier werden schon die ersten Baumstämme mit diesen Klebis versehen. Also überlege ich mir noch, ob ich das mache oder ob ich das lasse. Das ist ziemlich Friemelarbeit, aber zum Reinkommen vielleicht ganz gut. So, hier wird es nochmal, dann geht es in die Detailaufnahme, wie man vorne das Beet zu bauen hat. Also diesmal dann auch gerade Draufsicht, nicht so schräg. Dann nochmal von oben, damit man wirklich exakt so macht, wie es vorgesehen ist. Kann man natürlich auch bei so einem Garten ein bisschen halten, wie man möchte. Und es wird nichts vom Licht. Also man sieht nichts, wo man jetzt dieses Licht hätte einbauen sollen. Das sehe ich da jetzt nicht. Also vielleicht habe ich es auch übersehen. Dann gucken wir noch einmal eben. Bevor ich jetzt anfange zu bauen, gucken wir es noch einmal durch. Ich sehe da, das kann ja eigentlich nur hier diese Dinger sein, diese beiden, aber da wird nichts von denen, hab's einfach, hier sehen wir es, da kommt ein Lichtsteinchen drauf und da wird genau gezeigt, wie das Kabel zu legen ist, dann kommt der zweite und dann liegt der Stecker hier, okay, und wird dann überbaut mit Plates. Das heißt, es ist dann auch wirklich da drunter und kann dann auch nicht abrücken und so weiter. Nur dieses eine Kabel liegt dann noch frei rum. Gut, das klingt machbar, würde ich sagen. Dass man da jetzt noch diese Dinger draufkleben muss. Naja, gut. Wir machen kein Speedbuild, sondern ich mache immer an entscheidenden Stellen mache ich mal einen Break. Ich würde sagen, in diesem ersten Abschnitt baue ich jetzt mal, vielleicht wären es auch zwei Videos, könnte lang werden. Na, wir können ja, achso, wir gucken noch mal einmal eben ans Ende. Da stehen wir das fertige Haus. Rate of Progress 100%. Hier wird noch ein Baum gebaut. So sieht es dann fertig aus. Es sind offenbar 411 Bauschritte. Oder 412, wenn man das fertige Haus betrachten will. Bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Und ich glaube, es wird Spaß machen. Wie gesagt, kein Speedbuild, sondern ich baue jetzt mal.
Vielleicht bis wir dieses Light-Ding da einbauen und dann melde ich mich. So wie versprochen habe ich kurz bei Bauschritt 12 beziehungsweise eigentlich schon 16 Halt gemacht. Ich habe die Beleuchtung eingebaut, also die Beleuchtung hier für diesen Holzstapel. Das war jetzt nicht so eine Fummelei, wie ich es angenommen habe. Und es ist, glaube ich, wirklich gut, wenn man es schon im Bauprozess einbaut. Hier fehlt ein Holzklebi. Ich habe die Holzkleber da drauf geklebt. Es war jetzt nicht so schwer, aber einer fehlt offenbar. Gut, ist halt so. Ja, ansonsten hat man jetzt die Leitung verlegt. Wenn man weiß, dass sie da ist, dann sieht man sie natürlich. Aber ich glaube, jemand, der das Modell später sieht, der wird die Leitung nicht sehen. Wir gucken uns das ja, wenn es fertig ist, komplett nochmal an. Ich wollte es nur kurz zeigen. Wir haben noch genug Teile für Bauschritt 1. Also das war jetzt nur so ein erster Zwischenschritt, damit ihr mal seht. Zur Teilequalität kann ich sagen, alles super. Wie immer GoBricks, die Baseplate ist ein bisschen komisch, also das kann man jetzt in der Kamera nicht sehen, weil das ein Weitwinkel ist, wirkt die rund, die ist schon gerade, aber die ist ein bisschen dreckig gewesen und verkratzt. Und hier diese Platten da drauf zu drücken, die Platten an sich sind super, aber diese Platten da drauf zu drücken, das war schon ein bisschen mit Kraft verbunden, aber es geht letztendlich, das muss man zumindest sagen. Also es ist jetzt kein Albtraum, also Plates of Plates ist ja immer so ein Thema. Gut, ich baue mal weiter und mal schauen, wo es uns hintreibt. So, kurzer Stopp, bei Bauschritt 39 sind wir jetzt angekommen. Also wir haben den Unterbau, das Fundament oder Kellerraum schon mal gebaut hier. Treppe, ein paar Kisten mit Gemüse und Obst, Bananen, Kirschen, Möhren. Hier gibt es ein paar Fensterchen. Das Ganze ist ein modulares Gebäude. Und hier sieht man ja auch die Noppen, also nur zwei Noppen. Da wird man dann die Etage einfach abnehmen können. Wahrscheinlich wird, weil hier ein Kabel schon liegt, hier unten dann noch die Batteriebox drin liegen. Dann haben wir hier vorne die Treppe gebaut. Ich zeige das natürlich am Schluss des Videos alles nochmal schön in Detail. Aber hier sieht man schon mal so den Treppengeländer gebaut. Dann noch so die ersten Blümeleinchens. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Schritten, wo ich den Garten bauen muss, hier vorne auf diesen beiden Flächen. Und diese Prozedur erspare ich euch, die zeige ich euch dann gleich, wenn ich fertig bin. Und dann sind wir, soweit ich es verstanden habe, mit dem ersten Bauabschnitt durch. Die Dinger, diese Blätter hier oder diese Teile mit den Blättern sind noch in ihrem Gussrahmen. Das ist oftmals bei China-Produktionen so. Da kann man mit leben, kann man auch so anbauen. Das ist eine ganz neue Pflanze mit Rahmen. Naja, egal. Also hier ist jetzt detailliert beschrieben, wie ich den Garten zu bauen habe, die einzelnen Abschnitte. Das mache ich jetzt und dann zeige ich euch das und dann schauen wir mal weiter. Hiho, Bauschritt oder Bauabschnitt 1 ist fertig. Wir haben einen wunderschönen Garten gebaut. Ja, kann man zuerst machen. Warum nicht? Ne? Hier sind auch schon diese ganze Kleingedöns und so weiter. Ein paar Blümelein, allerdings wirklich sehr wenig. Mehr Grünzeug. Scheint mehr so ein Gemüsegarten zu sein. Naja, das gucken wir uns dann noch genauer an. Einmal so den Rundumschlag können wir ja machen. Eine Kabelverbindung haben wir schon, die hier das Holz beleuchtet oder Lampen am Holz. Hier haben wir noch, hier kommt mit Sicherheit noch was rein. Das ist so, scheint nochmal so ein, vielleicht, ach genau, hier ist das Tiergehege. Hier kommt noch ein Schaf rein nachher. Ja, und die Treppe halt zum Haupthaus. Die haben wir auch schon gebaut. Ja, jetzt mache ich mit Bauabschnitt 2 weiter und dann gucken wir mal, was uns das so bringt. Ja, wir sind bei Bauschritt 64 gerade fertig. Wir bauen also jetzt die obere Etage. Es gibt nichts Negatives zu bemerken. Alle Steine sind vorhanden, alles lässt sich gut montieren. Wie immer bei diesen Fliesen, da sind mal leichte Kratzer, aber tatsächlich ist das in diesem Fall okay, weil es soll ja wahrscheinlich ein Dielenboden sein und in dem Fall ist das okay. Aber klar, das kennen wir so sonst nicht. Aber trotzdem gibt es eigentlich über die Steine nichts Negatives zu sagen. Sie sind sauber, sie lassen sich gut klemmen. Also wirklich gute Steine. Also vermute ich mal, dass es tatsächlich GoBricks-Steine sind. So wurde es mir zumindest gesagt. Ich hatte vorhin fälschlicherweise gesagt, es sei ein Mock. Das stimmt nicht. Sondern es ist eine Eigenentwicklung. Also kein geklautes Mock irgendwie, sondern eine Eigenentwicklung. Ja. So, also wir bauen den Boden weiter und angeblich sollen jetzt schon Bautüten 2, 3 und 4 dran kommen. Ich habe erstmal nur die 2 aufgemacht, weil, wie gesagt, mein Bautisch ist sehr klein und ich möchte den jetzt hier nicht zuschütten mit Teilen. Aber tatsächlich ist es so, dadurch wird die ganze obere Etage gebaut. Ne? Das ist einfach so. Hier habe ich eine Bodenklappe eingebaut, die geht immer ein bisschen los, wie ihr hier seht. Aber letztendlich ist es ja auch kein Spielset, sondern das soll ja irgendwann mal fertig einfach da so stehen und vielleicht mache ich sie dann einfach auf. Egal. So, weiter geht's. Ich melde mich, wenn es was zu sehen gibt.
So, wir sind, es ist ein bisschen drollig, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Die Bauanleitung, also jetzt nichts Kompliziertes oder so, also die Bauschritte sind schon echt easy, aber sie haben irgendwie jetzt in diesem Abschnitt benutzt man Bautüte 3, 4, 2, 3 und 4. Und sie bauen aber jetzt nicht irgendwie Tüte 3 zu Ende, sondern das ist so ein fließender Übergang. Hier sind noch Teile aus Tüte 2, da muss man aber schon Tüte 3 nehmen. Jetzt hab ich das natürlich gemacht. Und jetzt sind noch mehr Teile da und jetzt muss man schon Tüte 4 nehmen. Das ist ein bisschen idiotisch, finde ich, weil was soll das? Ne? Wieso kann man nicht erstmal einen Schritt zu Ende bauen? Aber gut, da hätte man auch gleich Tüte 2, 3 und 4 auf den Tisch schütten können. Aber trotzdem mache ich mal kurz einen Baustopp an dieser Stelle. Ich zeige das ja, wenn es ganz fertig ist, noch komplett. Also keine Sorge, ihr verpasst da jetzt irgendwie nichts. Ich wollte nur sagen, so weit sind wir jetzt. Ich habe hier gesehen, beim Sofa habe ich noch zwei Teile vergessen. Die klemme ich da nochmal eben drauf. Hier zwei, einmal eins Dinger. So, sind die Noppen da weg. Jetzt würde man nämlich hier so einen Tisch bauen und dafür hat man die Teile nicht mehr auf dem Tisch. Das heißt, müsste jetzt Beutel 4 aufreißen, obwohl ich hier auch noch Teile habe. Egal. An dieser Stelle kurz, wir haben also eine Küche gebaut. Wir haben Teile des Wohnzimmers gebaut mit einem sehr süßen kleinen Plattenspieler. Und wir haben das Badezimmer soweit fertig. Kann man reingucken mit einer Schiebetür. Das fand ich ganz lustig, die Idee. Obwohl das eigentlich eine Klapptür ist. Also man kann es klappen und schieben. Ist jetzt irgendwie auch lustige Konstruktion, aber gut. Also ein Badezimmer mit Schiebetür, mit Waschbecken, Klo und auch Dusche. Wobei das ist, glaube ich, eine Badewanne. Naja, egal. Also genauere Beschreibung dann, wenn das Ding mal einigermaßen fertig ist. Hier außen haben wir noch nichts gemacht. Hier sind schon die Noppenaufnahmen. Am Ende des Tages sieht man dann, wo die Reise hingeht. Da kommen hier diese Fliesen drüber. Und dann sieht das richtig geil aus. Ja, gut. Ich baue dann mal weiter und wir schauen, was passiert. Es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Bevor ich jetzt direkt weitermache, nochmal hier die Übersicht. Jetzt liegen wirklich alle Teile auf dem Tisch bis Bautüte, einschließlich Bautüte 4. Das war so ein bisschen, ging so ein bisschen ineinander über, habe ich ja schon gesagt. Also Bauschritt 2 ging nahtlos über in Bauschritt 3. Ich will sagen, es lagen noch Teile auf dem Tisch, die noch nicht verbaut waren. Da kam schon Tüte 3 und jetzt lagen wieder Teile auf dem Tisch und jetzt kommt halt Tüte 4. Es ist ein bisschen drollig und es gibt auch noch ein paar, das erzähle ich später, falls ich mich noch dran erinnere, ein paar lustige Bautechniken im Sinne von, dass man wohl merkt, dass das an einem digitalen Designer entwickelt wurde und zwar schon recht gut zu bauen ist, aber es gibt so ein paar Sachen, wo man denkt, hä, das hätte man doch erst machen können. Naja, ich sage, wenn ich dran denke, zeige ich euch dann noch, was ist. Ich mache jetzt tatsächlich, jetzt liegen wirklich alle Tüten oder alle Teile für diese drei Tüten auf dem Tisch. Und ich vermute mal, da kriegen wir jetzt den Rest dieses Gebäudes zumindest hier noch fertig. Und was ich auch schon vermutet habe und auch vermute, das ist nach hinten offen. Also hier ist die Vorderseite, hier vorne, hier, von da. Und das die Rückseite und die Rückseite wird offen sein, gehe ich mal von aus. Es gibt gar keine Noppenaufnahmen hier unten für irgendwelche Wände im Gegensatz zu den Seiten hier. Und man kann das also von hinten bespielen sozusagen. Aber ist ja auch okay. Und ja, auch es kommen auch wieder Lichtschritte gleich, aber das zeige ich euch alles. Jetzt baue ich erstmal ein bisschen weiter in Einrichtung. Ich wollte nur ganz kurz mal zeigen, so sieht jetzt die Front des Hauses aus. Ist wirklich vom Design her sehr schön geworden. Die Tür geht leider sehr schwer bis gar nicht auf, weil die nach innen aufgeht und jetzt hier blockiert. Nicht schlimm, das ist so. Das ist ein Aufkleber, später dazu mehr. Fenstertechnik, super, super gebaut. Man muss in der Anleitung immer mal einen Schritt vorgucken oder sogar zwei, weil man merkt an jeder Stelle jetzt, dass das mit einem digitalen Designer gemacht wurde und vermutlich haben die Chinesen sich nicht die Mühe gemacht, das einmal zu bauen. Ist aber nichts, wo man verzweifelt oder so. Überhaupt nicht. Ne? Also es ist, man muss nur immer einen Bauschritt vorausschauend arbeiten, dann kriegt man das schon hin. Ja, ich mache mal weiter. So, kurzer Zwischenschritt, bevor es nämlich gleich an eine weitere Verkabelung geht, wollte ich euch kurz zeigen. Also wir haben jetzt im Grunde genommen die Außenansicht der Hütte fertig, in der ersten Etage sozusagen. Man könnte die theoretisch sogar ohne das, was wir letztes Mal gebaut haben, ohne diesen grünen Boden einfach so hinstellen. Sieht dann aus wie eine Westernhütte. Hier ist noch nicht, hier wird gleich noch verkleidet. Das hat Gründe, warum das jetzt noch nicht kommt, weil nämlich gleich noch wieder wilde Verkabelung kommt. Ein Kabel haben wir gelegt und zwar, das zeige ich nur kurz, wie gesagt, alles gibt es ja noch in einem ausführlichen Review. Hier ist ja ein Ofen, den wir eingebaut haben und da drin ist ein Leuchtstein. Das heißt, der kann leuchten und das Kabel dafür haben wir hintenrum rausgelegt. Das geht hierhin, vermutlich nachher nach unten. Also ich habe schon mal ein bisschen vorgeblättert. Es wird unten sein. Wie immer ein paar krude Bautechniken, aber nichts, was man nicht schaffen kann. Also nichts völlig Unmögliches. Und man sollte, das ist der grundsätzliche Tipp, habe ich eben schon mal gesagt, wiederhole ich nochmal,
in der Anleitung ruhig mal 2, 3 Schritte vorschauen, dann wird manches klarer. Ja, so, jetzt haben wir hier schon diese Außenlampe angebaut und überall sind Katzenhaare und diese beiden kleinen Lampen, und jetzt geht es im nächsten Schritt daran, die zu verkabeln. Und deshalb ist auch diese Seite noch nicht verkleidet, weil das Zuführungskabel wird später hier durchgelegt und wird dann durch die Plates, die man hier drauf drückt, abgedeckt und auch befestigt. Deswegen ist das hier noch nicht verkleidet. Ja, mache ich jetzt. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Es ist aber, sieht schlimmer aus, als es ist. Die Verkabelung ist wirklich machbar. Und zwar besser, wenn man es jetzt macht, während man es baut, als wenn man es theoretisch hinterher alles wieder auseinandernehmen müsste. Das wäre, glaube ich, nicht so spaßig. Deswegen mache ich es jetzt und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann irgendwann mal aussieht, wenn es alles leuchtet. So, Freunde der gepflegten Modular-Bauweise. Wir haben diese Etage, zumindest die Bauschritte 2, 3 und 4 erledigt. Wir haben einiges geschafft. Wie gesagt, das Review kommt ja noch. Vielleicht mache ich fürs Review auch ein eigenes Video. Wenn ihr, das werdet ihr ja sehen, wenn ihr dieses Video guckt. Auf jeden Fall ist einiges an Verdrahtung für Licht. Also wir haben hier Außenlampen 2, also hier die, so eine Außenlampe, hier 2. Im Badezimmer haben wir eine Lampe angeschlossen. Hier haben wir so 2 Kontaktflächen. Keine Ahnung, wofür die sind, was da noch kommt. Jetzt kommt, lustigerweise haben wir auch schon so Klimperkram irgendwie, alles möglich. Wir haben hier im Badezimmer so eine lose Sachen. Jetzt müssten wir eigentlich von unten an das Gebäude ran. Wie ich schon richtig vermutet habe, zumindest glaube ich, es bleibt hinten offen. Hier sind zwar noch so 2 Nupsis, keine Ahnung, wie diese Teile heißen. Da könnte man mit ein bisschen Aufwand sicherlich ein Scharnier draus machen und dann so eine Rückwand klappen. Aber hier ist ja auch Pflanzen, die überstehen. Also ich glaube, das bleibt so. Jetzt haben die lustigerweise sollte man jetzt Tüte 7 öffnen, um einen Schaukelstuhl zu bauen. Und da habe ich gesagt, nö, ihr habt es ja wohl nicht mehr alle. Das mache ich natürlich nicht, weil das ist, was soll das jetzt, die Tüte 7 aufzumachen. Denn wir machen ja jetzt erstmal mit 5 und 6 weiter. Aber jetzt müssen wir das ganze Ding theoretisch umdrehen. Ich hoffe, ich kann es irgendwie auf irgendeine Seite stellen. Ich vermute mal auf die Seite, ohne dass alles rausfällt. Und also was hier schon so an losen Teilen ist. Und dann werde ich unten dieses Teil anbringen. Das ist so eine, wenn man so will, so eine Mehrfachverteilsteckdose. Und da muss man genau hingucken, wie rum man die Stecker da reinsteckt. Das wird noch ein Spaß. Aber dann können wir jetzt erst einen Lichttest machen. Also das baue ich jetzt mal unten an und dann machen wir einen ersten Lichttest. So, laut Bauanleitung sind wir zu 50% fertig. Das ist schon mal gut. Jetzt hatte man mir 2 Optionen. Also ich habe die obere Etage, also das eigentliche Gebäude auf diese untere Konstruktion gemacht. Man muss dazu sagen, das ist wahrscheinlich eine amerikanische Hausbauweise. Die haben ja meistens nicht so wie wir ein tiefer gelegtes Fundament, sondern das ist alles ebenerdig. Das heißt, das Fundament ist sozusagen hochgelegt. Dazu gibt es diese Batteriebox, die ist total maximal bescheuert. Tut mir leid, da muss man wirklich sagen, wer auf die Idee gekommen ist bei Fanol, die hat Noppen oben und Noppenaufnahmen unten, aber sie hat ihren Ein- und Ausschalter auch unten. Das heißt, würde man die jetzt unten auf die Platte drücken, käme man nicht mehr an den Schalter ran. In der Anleitung sieht das anders aus. Da ist der Schalter hier oben. Also das ist eine Fehlkonstruktion. Deswegen, die können wir nicht verwenden. Aber sie lassen mir freundlicherweise eine 2. Option. Man kann einfach eine externe Powerbank nehmen. Und ihr seht, schon geht das Licht an. Ich mache mal kurz einmal hier meine Studiobeleuchtung aus. Dann seht ihr ein bisschen was. Ich werde das noch ausführlich zeigen, wenn wir soweit sind, ein Review machen. Selbst der Ofen leuchtet, also alle Lampen gehen, das ist sehr wichtig. Also meine Verkabelung, hier sind so 2 Kontaktflächen. Wie gesagt, da habe ich überhaupt nicht verstanden, wofür die sind. Ich hatte erst gedacht, dass man dadurch tippen irgendwie irgendwas anschalten kann oder so. Aber augenscheinlich ist es nicht so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Licht geht. Das ist schon mal viel wert. Und Tüte 7 habe ich jetzt natürlich nicht aufgemacht. Es ist ein bisschen was übrig geblieben in meinen 3 Bauschritten, die jetzt ein Bauschritt waren. Und laut Anleitung haben wir 50% des Hauses fertig. Es kommt nämlich jetzt noch das Dach. Und es sind auch noch ein paar Lichtteile da. Also wir haben noch hier Licht und hier Licht. Und hier haben wir, ach guck, ja toll, guck mal, das zeige ich euch noch eben. Du, guck mal, ich wollte nämlich sagen, man braucht eine Pinzette und es ist eine dabei und zwar gar nicht mal so eine schlechte. Also das ist toll. Also fürs Montieren der Lichtkabel wäre das natürlich gut gewesen. Habe ich nicht gesehen, dass die dabei ist. Also, und das ist Metall. Kann man vielleicht hören. Ist jetzt vielleicht nicht iFixit-Standard, aber zum Greifen und Verlegen von feinen Kabelchens, toll. Also
dafür gibt es für die Batteriebox gibt es Punktabzug, aber für die Pinzette gibt es den Punkt wieder drauf. Gut, dann baue ich jetzt mal die Tüte 5, 6, 7 und dann ist das Häuschen ja auch schon fertig. So, huch, ihr wundert euch, wo das ganze Licht geblieben ist und also das die Beleuchtung auf meinem Schreibtisch, das habe ich mal ausgemacht, absichtlich, damit ihr schon mal seht, wie die wunderbare Beleuchtung dieses Hauses aussieht, denn es ist fertig. Ich habe es fertig gebaut, ihr wundert euch, okay, ich habe ein paar Bauschritte übersprungen, weil ich dachte mir, ey komm, es interessiert euch vielleicht nicht so sehr, wie ich das da zusammenklöppel. Ihr wollt lieber das Fazit sehen und deswegen habe ich dieses süße Häuschen auf den Drehteller gestellt. Wir gucken es erstmal jetzt einmal im Rundlauf an in der Kamera. Wir sehen hier zum Beispiel ein Schafgehege mit Beleuchtung. Das Schaf hat seine eigene Beleuchtung. Das ist wirklich das Schöne an diesem Set. Das Beleuchtungskit wird mitgeliefert. Hier unten gucken wir gleich rein. Das machen wir gleich mit der Handykamera. Aber zunächst mal wollte ich euch die Außenansicht bringen. Also alles wunderschön holzvertäfelt mit Kunststoff. Viele Fenster, hier ein bisschen Werkzeug. Da sieht man ein bisschen was vom Kabel. Das ist halt so. Hier sind wir jetzt wieder vorne mit dem, wie ich persönlich finde, sehr detaillierten Garten. Ich mache jetzt mal wieder die volle Beleuchtung an. Dann sehen wir uns im nächsten Durchlauf nochmal das Modell bei vollem Licht an. Also wir haben einen Baum, den baut man als letztes. Hier jetzt nochmal das Schafsgehege. Ganz viel so Grünzeug. Also es ist nicht einfach nur eine grüne Bodenplatte, sondern da ist auch was drauf gebaut. Und auch das Dach hier bei den Ziegeln mit der Struktur, das sind alles Aufkleber. Das muss man wirklich sagen, sind sogar noch ein paar über. Ist so ein Bogen. Da muss man einfach, ja, es ist halt einfach so. So, jetzt bin ich dagegen geragt und da seht ihr auch schon eins der Probleme. Aber das kann ich euch mal zeigen. Hier diese Giebel. Die werden hier so reingesetzt und damit die haben auch eine eigene Lampe hier unten drin, so eine kleine LED-Stud. Und damit die Kontakt kriegen, sind hier so Kontaktflächen. Also die ihr seht ja, hier ist ja kein Kabel dran, sondern der kriegt seinen Strom über zwei Kontaktflächen, sodass man also nicht Angst haben muss, wenn man das abnimmt, diesen Giebel, dass dann irgendwie so ein Kabel abreißt. Selbiges gilt übrigens auch für die obere Etage, die wird auch über zwei Kontakte mit Strom versorgt. Ich stoppe das jetzt gleich mal, baue den Giebel wieder an und dann gucken wir uns das Ganze nochmal mit der Handykamera im Detail an, damit ihr auch so ein paar vom Innenleben seht. Vielleicht nehme ich auch nochmal das Dach ab, dann können wir auch, das mache ich auch, dann können wir oben noch mal reingucken. So, dann mache ich das jetzt mal aus. So, baue den Giebel ab, den zweiten hier. Der ist auch nur mit so Kontaktflächen dran. Und dann kann man das ganze Dach einfach abnehmen. Das liegt nur so drauf. Das ist wirklich schön. Also und praktisch auf jeden Fall. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal im nächsten Zug. Gucken wir uns das mit der Handykamera an. Dann kann ich euch auch mal die ganze Mimik zeigen. So, ich habe es nochmal ein bisschen weiter gedreht und jetzt komme ich mit meiner Handykamera. Ich glaube, da kann man mehr Details sehen. Zunächst mal die eben angesprochenen Kontaktflächen. Hier seht ihr sie, diese beiden Kupferpunkte hier und hier drüben gibt es den auch. Hier ist noch eine Katze und darüber kriegen diese Giebel Kontakt. Die Giebel haben unten auch so Metallkontakte. Ich kann das ja jetzt einfach mal so draufsetzen. Und wenn er dann drauf sitzt, dann leuchtet der Giebel. Der kriegt halt über diese Kontaktflächen Kontakt. Auch die ganze obere Etage. In der oberen Etage gibt es jetzt außerdem noch zwei Leuchten hier am Schreibtisch. Ich lasse einfach mal weiter drehen, lustigerweise. Hier am Schreibtisch gibt es eine Lampe. Und hinten kommt jetzt gleich um die Ecke, wenn der Giebel vorbeigefahren ist, dann kommt hier noch eine Nachttischlampe ins Bild. Da. Beides hängt auch am unteren Stromkreis über so zwei Kontaktflächen. Die sind über der Tür, sind die eingebaut, sodass man auch diese Etage einfach abnehmen kann, ohne dass irgendwie wilde Kabel verloren gehen oder dass das irgendwie sich verhuddelt da. Also das geht auf jeden Fall. Hier sehen wir nochmal den Baum. Schöne Bauweise. Hier sehen wir auch nochmal zwei Lampen an der Vorderseite der Tür. An der Vorderseite des Hauses meine ich, da und da. Komischerweise, also die gesamte Stromversorgung läuft dann im Keller zusammen und im Keller sollte man eigentlich diese Batteriebox einbauen, diese hier. Nur die hat dummerweise den Schalter unten, auf Höhe der Noppenaufnahme. Also wer sich das ausgedacht hat, fragt man sich manchmal, was geht in deren Köpfen vor. Ne? Wenn du die jetzt auf eine Platte drückst, kommst du nicht mehr an den Schalter ran. Also das ist natürlich Schrott. Deswegen habe ich hier dieses Blaue hier genommen. Das ist eine kleine Powerbank. Läuft auch genauso. Empfiehlt der Hersteller auch. Sagt, könnt auch eine Powerbank nehmen. Hier ist eine Außenlampe, habe ich ja eben schon gesagt. So, jetzt warten wir noch einmal eine Umdrehung ab. Gucken wir vorher aber noch einmal hier den, wo die Holzscheite liegen für einen Kamin. Die sehen wir hier, alles schön beklebt. Ein Klebi fehlte mir. Den habe ich dann auf einer Plastiktüte gefunden, der ging aber nicht mehr ab. Naja, so, jetzt ist es gleich hinten
Und dann stoppe ich mal diesen Drehvorgang und dann können wir mal reingucken in das Haus. Es ist voll beleuchtet, so zopp. Also fangen wir mal hier ganz hinten an. Ich versuche mal mit der Kamera so weit wie möglich reinzugehen. Ja, ihr seht hier schon mal den Ofen. Sehr bequem sitzt man auf dem Sofa davor, Getränk steht auf dem Tisch und im Ofen brennt ein Feuer. Ist natürlich jetzt angesichts des Sommers ein bisschen absurd, aber so ist es. Da hinten steht ein Plattenspieler mit Tonarm und oben steht ein Radio. Das hätte man eigentlich noch bekleben sollen, habe ich aber nicht gemacht, war mir zu friemelig. Und hinterm Radio steht noch eine kleine Grünpflanze. Oben ist eine Lampe, die das Ganze beleuchtet. Hier ein paar Bilder. Alles, was ihr hier seht, sind diese Transferkleber. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Hier ist es mir dann auch top mal nicht gelungen. Das ist so ein Bücherschrank, soll das wohl sein. Der steht neben dem Kamin. Dann ist da noch hier für Asche oder so noch so ein Auffangbehälter. Da hinten sehen wir noch eine Leiter nach oben, die nach oben führt, in die obere Etage. Und eine Bodenplatte oder eine Luke, da ganz hinten unten ist eine Luke. Mit der, da kann man theoretisch in den Keller, ich habe es ein paar Mal versucht, also hier die meine ich, ne, kann man hochheben, aber dann manchmal geht die aus dem Leim, deswegen lasse ich es. Neben der Tür steht noch eine Schublade mit Blümchen. Die Eingangstür sieht von innen ein bisschen komisch aus, wie so eine Safe-Tür. Lässt sich auch kaum aufmachen eigentlich, die blockiert ein bisschen, deswegen mache ich es auch gar nicht. Kommen wir in die Küche. Hier fehlen die Stühle, die habe ich jetzt gerade nicht hingelegt. Hier kann man vier Stühle um den Tisch stellen. Da steht noch ein Hotdog und ein Bier. Hier ist ein Ofen. Auf dem Ofen selber liegt noch das leckere Croissant. Hinten ist ein Wandschrank, eine Uhr und ein Speiseplan natürlich. Und oben ist noch ein Regal. Hier ist mal, was ich sagen wollte, so eine typische Bauweise. Ich versuche den jetzt nochmal in die andere Richtung zu drehen. Das gelingt mir allerdings nicht. Doch, jetzt gelingt es mir. Wo ich sage, das ist ein bisschen merkwürdig. Dieses Regal hier, also dieses hier oben meine ich, das baut man, da baut man erst die ersten vier Sachen, dann drückt man es rein und dann muss man aber ganz da hinten noch, laut Bauanleitung, zumindest hier auch nochmal das Ding bauen. Das ist total bescheuert. Das kann man natürlich so, alles könnte man eigentlich komplett, also es ist komisch, warum sie die Anleitung hier sozusagen gesplittet haben. Man könnte das ganze Ding doch fertig bauen und dann reindrücken. Aber gut. Habe ich dann auch nicht gemerkt. Der Witz ist, ihr solltet vielleicht zu Anfang immer, oder so habe ich es dann zum Schluss gemacht, ich immer ein paar Bauschritte weiter geguckt, vorgeguckt, um zu sehen, dass mir nicht doch noch was entgeht. So, jetzt versuche ich es doch nochmal wieder. Nein, du sollst dich in die andere Richtung drehen. Da muss man immer ein bisschen warten, dann merkt er das. Jetzt geht er in die andere Richtung. Da hinten ist das Badezimmer. Das kann man eigentlich kaum sehen. Aber hier ist eine Schiebetür. Kann man aufschieben. Und dann kriegt man so einen kleinen Blick in das Badezimmer. Da ist auf jeden Fall eine Wanne, hinten noch eine Toilette. Und wenn man von der anderen Seite guckt, ist auch noch ein Spiegel. Aber eine Schiebetür finde ich halt mal lustig. Das ist eine nette Sache. So, kommen wir in die obere Etage. Jetzt dreht er sich natürlich immer in die Richtung. Er soll sich aber in die andere drehen. In der oberen Etage haben wir das Bett. The Master Bedroom sozusagen. Es ist ein sehr offener Bau, also hier entweder hatten die Designer keinen Bock, hier noch was zu designen oder das ist halt so. Man kann hier oben, hat man die obere Etage und kann dann runter gucken ins Wohnzimmer und natürlich auch die Wärme des Kamins steigt natürlich auch mit nach oben. Ne? Mit Nachttischlampe und hier mit Schreibtischlampe und ein bisschen Grünzeug ist auch da und hier ist auch noch die Katze und die Kontaktflächen und da geht es dann runter. Ist ein sehr moderner Bau, dass man über eine Leiter halt hoch muss. Und für eine Treppe war halt in diesem Haus kein Platz mehr. Aber immerhin, es ist quasi auch bespielbar von hinten, wie man ja sieht. Und man kann, hat sich die Mühe gemacht, überhaupt eine Leiter nach oben zu machen. Bei Lego-Häusern ist es ja oft auch mal so, dass dann einfach, zum Beispiel bei der Sesamstraße war es so, da gibt es mehrere Etagen, aber die sind gar nicht miteinander verbunden. Also theoretisch kommt man gar nicht von oben oder nach unten. So, soweit dazu. Jetzt das große Fazit. Kommt jetzt. So, das große Fazit zu dem Funhole-Set Nummer 9001. 297 Teile sind es. Das sogenannte Retro-Haus soll so ein bisschen, erinnert ein bisschen an den kleinen Angelladen. Ich habe es euch ja jetzt rundum gezeigt. Ich habe euch auch ein bisschen was vom Aufbau gezeigt. Folgendes, fangen wir mit den negativen Sachen an. Also finde ich zumindest negativ, dass hier Sticker dabei sind. In diesem Fall sehr viele diese Transfersticker, was an sich, wenn man schon Sticker macht, möchte man Transfersticker haben. Man sieht sie hier oben mal, ne, an diesen Dachschindeln. Also das ist zumindest negativ. Was man noch negativ sagen kann, sind
so komische, nicht komische Bautechnik, sondern die Anleitung ist komisch. Also da hat sich, das ist digital designt, das merkt man an jedem Schritt dieses Hauses. Und es ist, glaube ich, niemals einmal physisch gebaut worden. Das ist dann, weil man merkt, man muss immer drei Schritte vorgehen. Das ist aber nichts, was einen irgendwie, also wenn man schon mal zwei Modulars zusammengeklöppelt hat, dann kriegt man das hier auch zusammen. Das ist jetzt überhaupt keine Schwierigkeit oder so. Ist aber doof, ne, wenn man gute Anleitung gewohnt hat. Das sind die hauptsächlichen negativen Sachen. Man könnte jetzt noch sagen, wenn man unbedingt noch was Negatives finden will, dass das hinten offen ist. Bei Modulars in der Regel sind ja geschlossen. Dieses hier ist hinten offen. Kann man schlecht finden. Ich persönlich finde das okay, weil man kann reingucken. Es ist ja wirklich toll, ihr habt es ja gesehen von innen. Ne? Und wäre eigentlich schade, wenn man eine Rückwand hat und nichts sieht. Aber wie gesagt, das könnte man noch ins Feld führen als negativen Eigenschaften. Positiv, also zur Transparenz nochmal an dieser Stelle gesagt, ich habe das Set gestellt bekommen vom Hersteller. Der Hersteller hat mich kontaktiert. Ich habe zweimal intensiv nachgefragt, im Rahmen meiner Möglichkeiten auch recherchiert, ob das ein geklautes Mock ist. Man hat es mir versichert, es sei keins. Ich habe auch recherchiert und habe auch nichts gefunden. Also gehen wir davon aus, dass es ein, sie meinten, es sei ein Unique Design, also das haben sie selber erfunden. Sie sind an mich herangetreten, offensichtlich auch an ein paar andere YouTuber im deutschsprachigen Raum. Ihr werdet sicher noch mehr Videos davon sehen, vielleicht auch mit anderen Meinungen. Keine Ahnung. Das zur Transparenz. Meine Meinung ist davon unbenommen. Also, ich habe ja schon die negativen Punkte aufgelistet. Es ist mir auch völlig egal, ob der Hersteller mich jemals wieder beliefert oder so. Darum geht es mir gar nicht. Deswegen meine ehrliche Meinung. Also, wenn die mir nie wieder was schicken, dann ist es halt so. Auf der anderen Seite, positiv, Steinequalität ist tatsächlich GoBricks. Hat man ja auch an den Plastiktüten gesehen, die mit den großen Nummern. Das sind GoBricks-Steine. Die Steinequalität ist gut, überhaupt keine Frage. Also auf GoBricks-Niveau, wenn man mal jetzt von den Klebis absieht. Manchmal lassen sich Plates auf Plates ein bisschen schwer drücken und da sind ein paar Stellen, wo das gemacht werden muss. Aber überhaupt kein Problem. Halte, also Klemmkraft, alles super. Da kann man eigentlich nichts meckern. Das Design ist schön. Ihr habt es euch ja schon gezeigt. Es ist ein tolles Modular, also auch optisch. Und habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich lasse es einfach noch ein bisschen rotieren, dass man gleich an die Beleuchtung oder die Beleuchtung mitgedacht hat. Dass man nicht ein Lightkit zusätzlich verkauft, sondern das gleich dabei ist. Das macht die Sache wahnsinnig einfach. Natürlich ist es modular. Habt ihr ja gesehen, das Dach kann man abnehmen, die obere Etage kann man abnehmen, man kann alles wieder auseinandernehmen, ist kein Problem. Aber wenn man es schon beim Einbau gleich verkabeln kann und man muss auch sagen, man hat sich auch richtig gute Gedanken gemacht, wie die Kabelführung ist. Ich habe das vielleicht nicht immer so hundertprozentig hingekriegt, deswegen sieht man hier mal ein Kabel und da mal ein Kabel. Das ist ein bisschen so meine Unfähigkeit, aber prinzipiell hat man die Kabel gut kaschiert. Das läuft dann alles im Keller zusammen. Die dumme Batteriebox habe ich schon erwähnt, taugt nichts, das hätten sie schenken können. Aber so rundherum gibt das einen guten Eindruck und ich finde, das passt so vom Stil her so ein bisschen zum alten Angelladen von Lego. Oder wenn man so einen Mock hat, dass man irgendwie also einen Wald hat in seiner Lego-Stadt, da könnte man das reinstellen. Solche Sachen halt. Und von daher kann ich da nur Positives berichten. Man kriegt einen großen Aufklappkarton mit, man kriegt eine richtig dicke Anleitung. Die Anleitung ist manchmal bei den Farben, da muss man ein bisschen überlegen, aber wenn es nur drei, also hier gerade bei den Fliesen, gibt es aber nur drei Farben, das kriegt man schon hin. Also das lässt sich positiv sagen. Ich verlinke euch das Produkt bei Amazon. Da könnt ihr das bestellen. Derzeit, also zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos, ist noch nicht lieferbar. Deswegen kann ich euch auch nicht sagen, was es kostet. Konnte man mir auch nicht beantworten, die Frage. Ich würde mal schätzen, bei 2000 Teilen, GoBricks, also China-Produkt, ich würde so um die 90 Euro, etwas knapp über 90 Euro ausgehen. Aber keine Ahnung, kann auch mehr sein, 140 Euro, was weiß ich. Aber glaube ich eher nicht. Also eher unter 100 Euro. Und ich habe jetzt gebaut 4,5 Stunden, mit Video dauert es ja mal ein bisschen länger, also 4-5 Stunden. Ihr schafft das, also wenn man die Kabellage mal gut im Griff hat, dann schafft man das auch in 4 Stunden oder in 3,5. Wenn ihr geübte Bauer seid, ist ja, wie gesagt, nichts Geheimnisvolles dabei. Jo, also tolles Gebäude,
Tolles Set, ich bin dankbar, dass ich es bauen durfte. Also auch nochmal danke an Funhole für die Unterstützung, dass ihr mir das kostenlos zugesendet habt. Wie gesagt, meine Meinung da völlig unbenommen. Die negativen Punkte habe ich euch genannt. Ihr seht es ja hier jetzt auch nochmal. Die Powerbank ist natürlich nicht dabei. Die solltet ihr aber haben, weil diese Batteriebox eben nichts taugt, wegen dieses bescheuerten Schalters auf der Unterseite. Das werde ich auch nochmal zurückmelden. Vielleicht gucken die auch das Video. Und wie gesagt, eine große Anleitung. Erwartet bitte nicht von China-Sets, dass der Karton super heile ankommt. Es ist zwar ein großer, bunter und auch hochwertiger Karton, aber der lange Transportweg. Aber vielleicht, wenn man es bei Amazon bestellt, kommt es ja aus einem europäischen Lager irgendwie, keine Ahnung. Ja, okay. Dank euch. Daumen nach oben und ein Abo wäre fantastisch. Und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos oder Livestreams wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.